Hallo, vielen, vielen Dank, dass Sie heute Abend alle hierher gefunden haben zu meinem feierlichen Abschluss meines Musikstudiums an der HMT Leipzig. Ich bin erstmal ja, total froh, dass ich das heute Abend trotz der Umstände mit dieser tollen Band hier, die ja etwas größer ist, spielen darf und dass vor allem noch so verhältnismäßig viele Leute das live erleben können. Und wie Sie im Publikum ja jetzt gerade mitbekommen haben, ist das hier so ein bisschen eine Hybridveranstaltung. Also für alle die wegen der Platzzahl, die hier leider begrenzt ist, denen es nicht möglich ist, das live zu sehen, haben wir hier das tolle Team von Livestream da, die das Ganze hier live ins Internet bei YouTube streamen. Also vielen Dank an dieser Stelle auch erstmal an das Team von Livestream. Das erste Stück, was wir gerade gespielt haben, wurde heute, jetzt gerade eben, Sie haben es miterlebt, uraufgeführt und das trägt den Titel Ouvertüre. Und als nächstes spielen wir drei Teile einer Suite, die ich letztes Jahr im Januar geschrieben habe, welche zum Thema Perspektiven geschrieben wurde. Also ich habe mir dazu, oder der Grundgedanke dieser ganzen Suite war, das ganze Leben oder die ganzen Probleme, die man hat, mal von einer anderen Perspektive zu betrachten. Deshalb trägt sie auch den Titel Perspective Suite. Und dann habe ich mir so eine kleine oder vier verschiedene Bilder dazu ausgedacht, von denen wir jetzt drei Vertonungen davon spielen werden. Nämlich das erste Bild, wo das eine Person, das Ich, welches jetzt mal fiktiv ist, auf dem Mond aufwacht und zum allerersten Mal die Erde aufgehen sieht. Das erste Stück trägt den Titel Rising. Und das Ich sitzt dann dort auf dem Mond ganz alleine und es guckt sich so die Erde an, auf der es mal gelebt hat oder vielleicht auch bald wieder leben wird und sieht auch die ganzen Probleme, die da auf der Erde sind, also Brände, Kriege. Und darum geht es in dem zweiten Bild, was wir auch spielen werden mit dem Titel Flocks. Danach kommt ein Ruf
der das Ich wieder auf die Erde zurückbefördern möchte. Und es erkennt dann dort, dass es eigentlich doch hier richtig ist, und aber sich immer noch ein bisschen deplatziert fühlt. Und das vierte Bild, was wir auch spielen werden, trägt den Titel Place Displaced. Also die drei Stücke werden am Stück gespielt. Viel Spaß.
Vielen, vielen Dank. Hallo? Ist an? Vielen, vielen Dank. Damit Sie auch mal die wundervollen Musiker und Musikerinnen kennenlernen, die heute Abend hier mit mir spielen. Das ist Ada Schwengebecher an der Violine. Anna Przyjaźnik an der Violine. Marie Schutrak an der Viola. Und Franziska Ludwig am Cello. An den Drums ist es ganz toll, dass der heute Abend immer noch mit mir spielt, weil wir spielen schon relativ lang zusammen. Ich habe mal so nachgerechnet, ich glaube, es sind schon 10 Jahre und dass ich das jetzt schon so sagen darf. Das ist Tom Friedrich am Schlagzeug. An der Trompete hörten Sie gerade eben Pascal Klever, heute zum ersten Mal dabei. Und am Altsaxophon Matti Öhl. So. Achso. So, das Ich hat jetzt nach dem schönen Schluss da bei Place Displaced den Weg auf die Erde wiedergefunden. Und die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende, denn es versucht sich ja wieder hier irgendwie zurechtzufinden und merkt dann irgendwann, dass es so aus seinen gewohnten Kreisen, die es vor seiner Reise zum Mond hatte, ausbrechen muss. Und deshalb spielen wir jetzt ein Stück, was ich diesem Bild, was ich mir danach ausgedacht habe, gewidmet habe. Und das trägt den Titel Circles End. Thank you.
So, wir kommen jetzt auch schon zum letzten Stück meines Prüfungskonzertes. Und doch bevor ich das tue, möchte ich noch
ein paar Leuten danken, die mich in diesem Lebensabschnitt unterstützt haben und ohne die ich, glaube ich, jetzt nicht hier stehen würde. Zuallererst möchte ich, glaube ich, ganz doll meinen Eltern danken, die heute da sind, und meinen anderen Eltern, die jetzt zugucken. Und ja, vielen, vielen Dank, Mama und Jean-Pierre, dass ihr da immer bei der ganzen Sache, die ich hier mache, ja, bei mir wart und mich da unterstützt habt, auch wenn es mal nicht so dolle lief. Und ja, das ist, glaube ich, das ist ein Applaus wert, sowas. Dann möchte ich natürlich auch den Leuten denken, ohne die ich jetzt wirklich nicht hier oben stehen würde, nämlich meiner Band. Vielen, vielen Dank, dass ihr das jetzt schon seit 16, 17, 4 Jahren irgendwie knapp mitmacht, das Ganze. Also das sind ja irgendwie zwei Welten, die ich da immer versuche zusammenzubringen. Und es ist immer wahnsinnig toll, wie ihr euch darauf einlasst und wie wir da immer so schöne Musik draus machen können. Also vielen, vielen Dank. Dann möchte ich natürlich meiner Jury danken, die heute Abend da ist. Pepe, Matze und Michael. Vielen, vielen Dank, dass ich bei euch allen dreien ja Unterricht haben konnte und dass ihr euch das heute Abend hier anhört. Ist ja nicht selbstverständlich, ne? Vielen Dank. Natürlich darf ich auch niemanden nicht vergessen, heute Abend auch da ist, meinem allerersten Basslehrer, dem Herrn Kramp. Also vielen, vielen Dank auch nochmal für die ganzen anfänglichen Skills und so. Und als fast letztes, aber nicht irgendwie, also die hatten alle einen ganz, ganz großen Anteil, alle meine Freunde, die ich hier in Leipzig gefunden habe, die heute auch da sind. Ich glaube, ohne die hätte ich nicht so viel über Musik und über alles andere irgendwie A, lernen können und B, hätte ich, glaube ich, nicht so eine schöne Zeit hier gehabt ohne die. Also ich meine, die habe ich ja noch, ich bleibe ja hier, aber vielen, vielen Dank euch für all die schönen Momente. Vielen, vielen Dank. Zu guter Letzt möchte ich natürlich dem Jazzclub und Esther danken, dass ihr da mit der Organisation das mitgemacht habt und natürlich dem diese Rede jetzt hier am allerwenigsten gefallen hat, nämlich Nico Teichmann am Ton. Der hat sich nämlich schon beschwert, dass doch bitte keine emotionale Endrede kommen soll. Vielen, vielen Dank, Nico, ne? Vielen, vielen Dank auch an Michael Plättner und die neue Musik, dass wir hier spielen dürfen und an das Team von Livestream, dass ihr das alle hier, also dass ihr das alles übertragt. Vielen, vielen Dank. Und ja, genau, auch nochmal einen Applaus. Ja, ich war vor dem Konzert mega aufgeregt und jetzt bin ich eigentlich schon wieder total traurig, dass es schon wieder vorbei ist. Aber wir sind ja noch das Wochenende jetzt zusammen und spielen noch. Genau, das letzte Stück ist auch das Ende von der Reise, das ich, was wir gerade so ein bisschen, die wir so ein bisschen angeschnitten haben. Das trägt den Titel Benevolent Beings und das heißt übersetzt wohlwollende Wesen und das ist an dem heutigen Abend einfach allen wohlwollenden Wesen gewidmet, die mich irgendwie immer unterstützt haben. Also vielen, vielen Dank. Thank you.
Ada Schwengebecher, Anna Brüsch-Jaschnik, Marie Schutrak, Franzi Ludwig, Matti Höhl, Tom Friedrich, Pascal Kleber. Vielen, vielen Dank.